Hallo, da sind wir wieder. Ohne großes Geschwafel gehen wir gleich mal rein. Warum? Entweder machst du oder du machst nicht. Schwierig vorherzusehen, ob er seine Blechnachtpacke macht oder nicht. Sehr schwierig vorherzusehen. Sollte ich abholen. Das ist da. Hier ist eine Attacke gemacht. Was? Och nö. Macht jetzt noch einen Doppelwirbel oder was? Vor allem, was ist das für Schaden? Heiligen Schaden oder was? Mann, 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 Mann. Kann ich eigentlich kontern oder so? Mit der Faust. Wäre interessant mal herauszufinden. Natürlich legt er sich hin. Okay. Da darf ich nicht angreifen.
Jetzt sollte ich abholen. Okay. Warte, warte. Versuchen mal irgendwie zu stunnen. Einfach mal zur Abwechslung, um nicht wahnsinnig zu werden. Folgendes. Folgendes. Vielleicht doch ein Zweihänder probieren? Ich mach das mal. Dinge. Wow. Gott, ist das hakelig. Okay, vielleicht eine Claymore lieber. Wow.
hat er perfekt fast schon gemacht. Dass er mich genau in dem Moment gehauen hat. Mann. Okay, und 9 sind 18, oder? Ich probier's mal so. So gut. Nein, warum ist das so langsam? Warum ist das so verdammt langsam beim Hochkommen? Junge, warum? Hinne machen, ey. Hast du kein Adrenalin oder so, so wie ich? Oi, 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 oi. Nein. Ach, wie soll ich dem denn ausweichen, wenn ich so weit entfernt bin? Oh Mann. Ihr könnt gerne in den Kommentaren mitzählen, wie oft ich schon gegen den verreckt bin.
mal an oder nicht? Das war gerade voll seltsam. Der macht doch Auto-Aim, oder? Anders kann ich es mir nicht erklären. Anders kann ich es mir echt nicht erklären. Ich meine, das zielt doch extra auf mich. Gut. Oh. Das nutzt. Nein. Oh, Mama Mia. Denkst du was? Meine Güte, ey. Letzte Attacke solltest du aber nicht machen. Oh, Mann.
verbinden deinen Pfoten. Ja, selber schuld. Selber schuld. Greifst du an, bewegst du dich? Was, wenn ich nur mit dem Claymore angreife? Das heißt, du kommst weg. Ich mache hier diesen Schild. Was kann der Claymore nochmal? Löwenkralle. Was ist denn bitte schon Löwenkralle? Ich dachte, der macht jetzt eine Dingsattacke. Thank you.
das nicht machen, wenn ich es erwarte. Guck mal. Du bist auch behindert, ne? Du sollst die Fähigkeiten verwenden. Ja, ich wäre sowieso gestorben. Ich hätte da jetzt nichts machen können. Stampfer. Ich probiere mal das hier. Junge, mach hinne, mach hinne. Hintern bewegen. Und ich bin tot. Ja. Oh Mann. Okay, das geht nicht. Nope. Sind es wieder die Doppelschwerter vielleicht? Mal gucken. Dafür nehme ich aber das da raus. Das wird nur stören. So, genau. Immer noch nicht. Ach, komm.
jetzt sag deine Machtlust, ja? Jetzt auf einmal, jetzt sag deine Machtlust. Du machst das auch nur, wenn du willst, oder? Das hat tatsächlich was gebracht, überraschenderweise. Mann, 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 Mann. Okay, greif halt an. Wann machst du deine Fähigkeit? Das will... Halleluja. Dagegen kann ich nichts machen.
einige Flammen, natürlich. Was? Was zur Hölle war das gerade? Wieso erwischt mich diese verdammte Flamme? Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ja! Ja! Alter, goldene Saat! Oh mein Gott! Alter, 15.000! Oh mein Gott, Asche des verbannten Ritters Oleg! Oh mein Gott! Ach, du heilige Maria Butter! Ach, du heilige Maria! Ach, du mein Gott! Endlich ist es! Alter Schwede! Ein Hoch auf das heilige Feuer. So, ich habe irgend so einen Oleg bekommen. Alter, ist das... Ruf den Geist des Verbannten nur das Oleg. 100 FP kosten, ist das auch so ein Special-Geist? Also ich meine so ein legendärer. Hiermit ruft ihr blablabla den Verbannten Ritter. Er war einer der zwei Ritter, bekannt als die Schwingen des Sturms. Oh, ich habe beide jetzt. Okay. Nach seiner Verbannung wurde der gnadenbeschenkte Fürst auf ihn aufmerksam. Nachdem Oleg im Auftrag des Fürsten hunderte von Verrätern ausgelöscht hatte, wurde er offiziell am Erdenbaum als Held wieder aufgenommen. Okay. Meine Güte. Alter. Aber das war noch nicht alles. Alter Schwede. Oh mein Gott. Boah, das war das Ding. Alter Schwede. Oh mein Gott. Ja. Ein Hoch auf die Schwerter, würde ich mal sagen. Boah. Ja. Aber das war noch nicht alles. Irgendwie, irgendwo ging es da ja noch hoch.
Ah ja, stimmt ja. Die zwei anderen Bosse. Alter, Finde. Stufenaufstieg. Geschick. Jawohl. Jetzt haben wir eine neue Waffe. Also ein neues Spielzeug. Ja, der große Degen. Halleluja, willkommen im Team. Boah. Gut. Oh. Yeah. Oh Mann. Boah. So, als nächstes, folgendes. Ah ja, den Samen, die goldene Saat oder was das war. Flaschenaufladung hinzufügen. Ja. Boah, alt. Hoch, Moment. Flaschen. Okay, sehr gut. So ist schon ganz gut. Boah. Gut, das wäre es gewesen. Als nächstes würde ich sagen, geht es in die andere Ecke lang. Ich meine, wir haben den Weg ja jetzt gemacht, oder? Ich glaube. Den Weg des Dings. Der Maschine. Das haben wir ja jetzt alles gemacht, glaube ich. Daher würde ich mal sagen. Gehen wir mal den. Versuchen wir mal den Weg zu nehmen. Den die diese Dinger hatten, diese Wichte, genau, da wo die Wichte waren und dann wo diese zwei riesigen Krabben, die mich, also zwei kleine Bosse, wo dann zwei kleine Bosse sind. Wie viele Seelen habe ich? Runen meine ich 7600. Wäre blöd, die jetzt zu verlieren. Ist denn das da oben? Moment mal, was sind das für Kugeln? Ja, das, Moment, was sind das da für Kugeln?
Hä? Hallo? Nimm doch. Was sind das für Kugeln? Ich habe ganz vergessen, dass die das können. Ich würde mal lieber wieder rausgehen. Wegen den Runen. Gibt es hier wirklich keinen Geheimgang oder so? Nope, hier scheint wirklich nichts zu sein. Seltsam. Keine Hebel, nix, einfach. Was mache ich als nächstes? Ja, Stärke wäre gut. Der Geschick. Obwohl, vielleicht vergesse ich lieber den Flegel und kümmere mich darum, dass ich den Zweihänder bekomme. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich glaube, so, obwohl ein bisschen mehr Gewicht wäre auch nicht schlecht. Ich gehe auf Stärke. Jo. Jetzt bin ich meinem Zweihänder einen Schritt näher.
Da geht's nirgendwo hoch. Nein, aber wie komme ich da hoch? Was sind das für Bälle an der Decke? Schauen wir uns noch mal den Ort. Wo diese zwei Bosse waren. Wow. Bewege ich mich so gut gegen diese Dinger? Hey, das stimmt ja. Entschuldigung für das Wort. Steht da noch, wie viel Muni ich habe? Nein. Ja, das reicht doch mehr als genug. Ah ja. Kommt eine Flamme? Jawohl. Okay, folgendes. Der Degen ist wirklich nicht gut. Obwohl, es kommt doch niemand mehr. Ja, doch. Es kommt noch einer. Nämlich da. Entschuldigt, wenn ich gerade leise bin oder so, aber ich denke gerade nach. Hallo, Degen. Los, komm her. So. Also. So. Hier war wirklich nichts. Hier war wirklich gar nichts. Okay. Dort ist ein Gang weiter, oder? Nein? Geht es dort hinten weiter? Ich habe keine Ahnung. Also? Das war seltsam. Ich könnte Folgendes probieren.
Ich habe ja noch Wurfmesser, ne? Kann ich Typen da oben? Das ist dämlich. Das ist echt dämlich. Mein Wurfmesser bringt es nicht. Der ist zu hoch. Pardon. Der ist wirklich zu hoch einfach. Da ist nach wie vor nichts. Was mache ich denn dann? Ich meine, besiegen kann ich die, glaube ich, noch nicht. Ich meine, ich kann es probieren. Ich habe 406 Runen. Ich meine, wieso nicht? Hier geht's gar nicht weiter. Und muss ich denn? Danke. Und des Erdenbaus. Oh Mann. Okay, aber... Nee, da geht's nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Hä? Ich meine, irgendwie kann man ja doch... Hä? Dieser Rittergeist mit der helle Barde, ne? Da war ja irgendwo da oben. Das heißt, irgendwo... Irgendwie dahin muss man doch auch kommen, oder? Ist das so... Hä? Egal, was habe ich bekommen? Erhöht maximale LP, Ausdauer und Ausrüstungsgewicht. Wow. Wow. Ein legendärer Talismal mit dem Bild eines besonderen Erdenbaumsegens. Erhöht maximale LP, Ausdauer und Ausrüstungsgewicht etwas. Talismane wie dieser wurden angeblich von Königin Marika verliehen, als das Zeitalter des Erdenbaums begann. Okay. Aber ja, ich bin fraglos. Wie? Ich schaue mich doch mal um. Da drinne. Vielleicht habe ich irgendwo einen Gang vergessen, da wo der Typ fährt.
Grab eines Randvolkshelden. Interessantes Bild. Was sind da für Krüge dort? Ein Moment mal. Jetzt bin ich neugierig. Was? Wow. Ey, komm. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Als ob. Das ist sehr interessant. Sag bloß, ich kann das Ding vernichten. Ich bin jetzt überladen, oder? Ja, große Last. Interessant. Was ist schlau? Ja. Sehr interessant. Na komm schon. Hier komme ich nicht mehr da dran. Genau. Sehr cool. Nope, hier ist einfach nix. Hier ist einfach nichts, um irgendwie da hochzukommen. Ich habe eine Idee. Kann man versuchen.
Also folgendes, wenn das Ding, also so ungefähr da in der Ecke ist, habe ich vor, so einen Ball fallen zu lassen. Versteht ihr? Ich glaube, dafür muss ich jetzt wieder zurück. Schaffe ich das? Jo. Ja, ich glaube, so mache ich das. Bevor ich das mache, sollte ich den Typ mit der Hellebarde loswerden. Voll. Oh. Okay. Gut, jetzt habe ich freie Fahrt. Gucken, ob ich es schaffe. Oh, es sind nur noch drei. Es sind nur noch einer. Okay. Oh, jetzt ist er hier.
ist ungünstig. Warum hängen da überhaupt diese Bälle? Hm.
gut, folgendes. Ich mache, glaube ich, Schluss für heute. Also für diese Folge. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwo irgendwas übersehen. Aber wo, weiß ich nicht. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ich gehe noch schnell zurück zum Gnadenort. Und ja, ihr könnt ja eigentlich schon mal ausmachen. Also das ist eigentlich schon so die Abmoderation. Weiter geht's nicht. Also in dieser Folge meine ich. Ich warne euch nur mal schon voraus. Seltsam. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ha, das ist ein sehr schwieriger Abschnitt. Tschüss.